auch sparen können, ehrlich. Naja, wir gehen mal rein. Warte, ich muss mal kurz meinen Lautstärke-Mixer ein Stückchen leiser machen, weil sonst fliegen mir gleich die Ohren aus. Oh, also anfühlen tut sich das Game auf jeden Fall geil, muss man sagen. Kannst du nichts meckern. Das Game fühlt sich schon geil an. Also so vom Movement und so ist das schon Sahne. Aber das Game muss auch... Guck mal, das ist so gut. Das Movement. Müssen halt das SBMM... Guck mal, an sich SBMM ist ja keine schlechte Sache, ne? Aber so aggressiv, wie das hier in dem Spiel ist, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Das können die nicht ernst meinen. Wenn die das SBMM ein bisschen runterschrauben, einfach nur um die Hälfte. Ey, ich glaube, dann ist das Spiel schon 100 Mal besser. Aber wenn das SBMM so asozial stark ist, wie es jetzt gerade scheint zu sein, oder wie es einfach ist, dann sehe ich keine Zukunft für dieses Spiel. Dann sieht keiner aus der Call of Duty Community eine Zukunft für das Spiel hier. Niemand sieht dann eine Zukunft für diesen Abfall hier. Muss mal gucken, ne? Muss mal gucken, was draus wird. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf ein vernünftiges Call of Duty. Nach so vielen Jahren... Oh Gott. Nach so vielen Jahren Enttäuschung einfach mal wieder ein vernünftiges, nices, entspanntes Call of Duty, was man einfach mal, man setzt sich abends hin und zockt mal ein paar Runden. Sowas braucht man einfach mal wieder. Und sowas gab es halt einfach die letzten Jahre nicht. An sich, also technisch, ist das hier wirklich eine 10 von 10. Das Movement, guck mal hier, Slide canceln. Ah, jetzt ist verkackt. Aber man kann auf jeden Fall Slide canceln, die Waffen sind geil, das Movement ist geil, die Maps sind Gewöhnungssache. Ich mochte die MW2-Maps schon auf der PlayStation 3 nicht. Aber wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache. Aber an sich ist das super. Hier, zack. Slide canceln. Ja, ich drücke immer durch, aber... Auf jeden Fall ist das erste Sahne, das Spiel eigentlich. Die müssten sich nur ein bisschen... Darum kümmern, dass das ein bisschen reguliert wird mit dem Matchmaking. Dann haben wir hier wirklich ein erste Sahne-COD. Dann wäre auch ein Warzone-Grind mal wieder drin. Weil so muss ich sagen, habe ich seit Anfang Caldera wirklich gar nicht mehr Warzone gezockt. Weil es halt einfach nicht mehr meins war. Es war einfach nicht mehr meins. Ja, und die Map hat mir nicht gefallen. Die Waffen haben mir nicht gefallen aus Vanguard. Es waren viel zu viele Aufsätze. Es war so komplex, du musstest nach jedem Update dir 30 Videos angucken, um dann am Ende zu wissen, welche Waffe jetzt die richtige ist, damit du auch nur andersweise irgendwie am Ball bleibst und deine Kills machen kannst und so. Ich finde, die Pistolen sind ein bisschen schwach in dem Spiel. Also, das ist mir auch schon letzte Woche aufgefallen. Ja, aber wie gesagt, die neue Map konnte man jetzt schon sehen im Stream von der Call of Duty Next. Ich muss sagen, es ist nicht Verdansk. Okay, es ist nicht Verdansk. Aber es gibt Verdansk-Vibes, weil die einfach gut gebaut ist, finde ich. Ist gut gebaut. Freue mich auf jeden Fall, wenn man da bald reingehen kann, schön in die Map. Dass ich das ein bisschen anschauen kann. Dann wird das nice, dann wird das echt nice. Ah, fuck. Den haben wir noch. Ah, schade. Schade. Ja, wie gesagt, ich glaube, diesmal wird es mit Warzone besser. Vor allem, weil wir auch gehört haben, oder was ist gehört, es wurde bestätigt, dass Rebirth Island wiederkommt. Habe ich sehr, sehr Bock drauf, dass Rebirth Island wiederkommt. War einer der besten Maps. War sogar teilweise am Ende spaßiger, als wenn man eine Runde auf Verdansk gespielt hat. Ja, mit den Homies schön auf Rebirth Island. Das war immer geil. Das war immer geil. MP40 ausgepackt. Das war nice, das war nice. Wo ist denn hier einer? Ich höre hier nur Messergeräusche. Ah, das verstehe ich manchmal nicht. Das verstehe ich manchmal nicht, warum ich da den Kill nicht kriege. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Call of Duty findet. Ob ihr es schon gespielt habt, ob ihr es nicht gespielt habt. Ich finde es, wie gesagt, technisch eine 10 von 10. Also was heißt technisch? Ne? Technisch meine ich jetzt nicht das SBMM. Aber ich meine damit die Maps, ich meine damit die Waffen, ich meine damit das Movement. Das meine ich mit technisch. Das ist wirklich erste Sahne. Ja, die Maps kennt man halt, ne? Man hat sie halt nie wirklich gespielt. Aber man kennt die Maps. Halt aus den alten CODs. Okay. Halt aus den alten CODs. Das meine ich. Also die Pistols sind echt meiner Meinung nach sehr, sehr,
Sehr, sehr schwach. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie falsch die gebaut habe oder so. Ich finde diesen leider sehr schwach. Da muss man sich mal auseinandersetzen, wie man die am besten baut. Aber so hier diese, ich weiß nicht, HZE oder so heißt die Waffe, die ich gerade spiele. Ist ganz cool. Ist halt wie eine M4, lässt die sich hier spielen. Jetzt gucken, hier hinten müsste noch einer sein. Hab ich doch gehört. Aber hören, also Sounds sind okay. Ich finde, sie könnten deutlicher sein. Ich finde, die könnten das Soundsystem, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist wie in MW2. Aber ich finde, man hört in MW3 die Gegner etwas... Aim ist kurz weg. Ich finde, man hört die Gegner auf jeden Fall etwas schlechter. Ich finde, in MW2 hat man Steps und so lauter und deutlicher gehört. Ich weiß nicht, vielleicht wird da noch was dran gemacht. Hoffe ich zumindest. Oh, das war eine schöne Situation. Das war eine schöne Situation. Die habe ich bis jetzt selten gehabt in MW2. MW3, dass man wirklich mal so einen schönen Double-Kill macht. Einen schönen, entspannten. Freue ich mich auf jeden Fall auf die Vollversion. Glaube ich, sind mittlerweile ein bisschen lockerer. Nicht so schlimm wie in der ersten Wochenend-Testphase. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das Game gut wird. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich habe sehr, sehr Bock auf das Spiel. Und ja, bis zum nächsten Mal.